So ein böser Sturm. Know your memes. Meme. Das erinnert natürlich an Andrew Barron von Rockaboom.com. Juli 2005. Welcome to the German speaking part of Europe. Hey. Ich bin ein Origineller, sagt die NZZ. Ja, Know Your Memes hat eines der vielen Projekte. Und auch dessen Partner war für mich ein bisschen wichtiger. Ich bin Korrespondent geworden von Rockboom.com. Okay. Während den Sperrdiskussionen um meinen Account wurde auch meine Mitarbeit bei Rocketboom in der deutschsprachigen Wikipedia herausgelöscht. Und gestern wurde bei meinem Lemma rausgelöscht, dass ich natürlich einen Konflikt habe mit der Wikipedia-Community. Einfach, peng, einfach, ersatzlos, rausgelöscht. Hey, wenn du Versionsgeschichte nicht lesen kannst bei Wikipedia, dann bist du halt eben verloren hier. Einer von 1, 2, 3, 4, dann habe ich noch einen anderen, 5 Sperradmins, welcher mir Metasockenpuppe vorgeworfen hat, empfiehlt mir jetzt auf der Diskussionsseite, ich solle doch eine Sockenpuppe anlegen, damit ich weiter bei Wikipedia mitarbeiten könne. Der gleiche, welche mir vorgeworfen hat, ich könnte möglicherweise ein Diskussionsaccount sein, schreibt mir jetzt hier die Diskussionsseite voll. Der 244. Tag. SMS, 2 SMS. Ja, Chef? Hallo? Ja, Chef. Ja, Chef. Ja. Ja, ich hab's aufgeschrieben. Also das mit dem Flyer, was ich gestern gemacht habe, dass man das noch versteht. Okay, ja, ja, habe ich gemacht. Dann mit Headless, CMS und ja, okay. Und warum ZDF Wikipedia so ein produktiver Zugang ist. Mache ich jetzt? Ja, 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 ja. Entschuldigung, ja, tut mir leid. Okay, ja, ich gebe mir Mühe. Okay, ja, ja, ja. Ein Headless CMS. Oh, okay. Oh, okay. So war es früher und okay. Naja, ich will es einfach mal so zusammenfassen, wie wir es 2010 zusammengefasst haben. Vergiss das Schaufenster. Kümmere dich um den Lagerraum. Es heißt eigentlich, ich kümmere mich nicht so sehr, wie es im Endprodukt aussieht, sondern ich kümmere mich vor allem, wie ich die Daten ablege, wie ich sie strukturiert ablege, damit ich dann, je nachdem, was ich zur Darstellung bringen will, es nutzen kann. Headless Content Management Systeme. Ich lege also mein Material so ab, dass ich es dann befragen kann und Spaziergänge machen kann durch das Material hindurch und mir überlegen kann, was ich jetzt eigentlich erzählen will und wie ich es zu begründen suche. ZDF Wikipedia. ZDF Wikipedia, das hat zu SMS 2 SMS Ban geführt und in dieser Sperrdiskussion sind die wesentlichen Diskussionen, welche heute so schwierig sind, in der deutschsprachigen Wikipedia aufgeworfen worden.
Das ist eine spontane Sammlung, aber eins, Lizenzen, die ist natürlich immer wieder wichtig. Oder wir sehen heute diese Vermischung, da kann ein C und ein CC von profiliertesten Wikipedia-Usern genannt werden, parallel. Oh, diese Vermengungen, das ist ein Riesenthema, welche ZDF-Wikipedia super auf den Punkt bringt. Zwei sind die Relevanzkriterien in der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist eigentlich nur noch eintragbar, was in der Zeitung abgedruckt worden ist, obwohl wir die Probleme der Zeitungen kennen. Also, ja, dann bei ZDF Wikipedia wurde gesagt, ja, es ist eben besser, wenn die professionellen Journalisten Einträge machen, als diese User, die schnell mal toxisch sind. Ja, dann viele solche, also da könnte man schön arbeiten, müsste man mal machen und eine Zusammenstellung machen, was ZDF Wikipedia alles an Möglichkeiten bringt, die Herausforderung der aktuellen Wikipedia, der Deutschsprachen, zu thematisieren. Das ist keine Lösung. Also jetzt noch der Flyer, das habe ich gestern versucht zu erklären. Also, das ist dieses. Ich habe eigentlich nur zwei Punkte. Es geht um die Einschätzung einer Aktie von TA Media. Der Bankenanalyst sieht bei den Risiken die hohe Goodwill-Position. Das finde ich unglaublich spannend. Und ich vermute, der Medienprofessor hat dann auf der anderen Seite die Chancen darin gesehen, dass die Rentabilität in Print möglichst lange hoch, dass vielleicht nicht mehr geht, zu halten sei und dass es offenbar immer noch gehe. Das ist aber dieses Risiko, dass es nur noch eine Goodwill-Position ist. Und da so, also auch dazu könnte man jetzt vieles sagen, was aber diese Form jetzt hier überfordert. Ich mache mit Sprint 46 weiter.